Mit einiger Willensanstrengung riss sich Aaron vom Antlitz des Teufels los und betrachtete seine Mitstreiter, die den in den Mittelpunkt gesunkenen musterten. »Guten Tag«, sagte Natas Lefuet und verbeugte sich bucklig. »Wer hat soeben zu mir gesprochen?« Aaron wandte sich an Kim, die sich von ihrer Sprachlosigkeit erholte. »Das war ich«, stammelte sie. Ein ängstlicher Ausdruck trat in ihr Gesicht, als der Dreizüngige sich ihr zuwandte. Nun sah Aaron seine Kehrseite. Die Statur in den blauen Kleidern war von hinten noch grotesker. Der Babyflaumkopf thronte mächtig auf einem breiten Hals. Die Hufe sahen aus dieser Perspektive richtig hässlich aus. »Wie lautet dein Name?« fragte Lefouet, erfolglos um einen rauen Klang seiner schrillen Stimme bemüht. »Ich heiße Kim«, wimmerte Kim. »Was möchtest du wissen, Kim?« schnurrte Lefouet gequetscht. »Ich kann dir alles sagen, wann du deinem Zukünftigen begegnen wirst, woran du ihn erkennst, das Datum seines Todes, den Zeitpunkt deines eigenen Todes und durch was er hervorgerufen wird. Was danach kommt, beziehungsweise nicht kommt, den Sinn deines Lebens, wie du zu denken hast, wie Leben geht. Was möchtest du wissen?« »Nichts von all dem«, stotterte Kim erschüttert. »Wir wollen etwas von dir haben«, schaltete sich Cassian ein. »Dann seid ihr bei mir richtig«, erwiderte Lefouet mit großer Geste. »Ihr könnt alles von mir haben. Buchstäblich, wortwörtlich, alles. Und wie heißt du?« »Ich heiße Cassian«, sagte Cassian und reckte sich. Aaron fiel auf, dass Cassian selbstbewusster auftrat als die Drachen, Kim oder er selbst. Cassians Stimme klang ruhig und sogar ein bisschen einschüchternd. Seine Haltung ließ Sicherheit und natürliche Würde erkennen. »Also, Cassian, was möchtest du haben?« fragte Lefouet schmeichelnd. »Gesunde Kinder und glückliche, treue Frauen, beachtlichen Reichtum und Entfaltungsmöglichkeiten in allen Ecken der Welt, Ruhm, Stärke, unvergleichliche Schönheit, ein besonderes Talent, mehrere, ein bisschen Macht«, er machte eine Kunstpause, »Unsterblichkeit?« Aaron musste unwillkürlich schlucken. »Danke für deine Angebote«, erwiderte Cassian ungerührt. »Aber am liebsten mag ich die Dinge, die ich von dir nicht bekommen kann. Am wichtigsten sind mir Sachen, die du womöglich als Pfand für deine Leistungen verlangen würdest. Wir wollen uns nicht mit deiner Hilfe bereichern, sondern sind wegen eines bestimmten Vertrags hier, den der König unserer Welt vor einigen Jahrhunderten mit dir beschlossen hat. Weißt du, von welchem Vertrag ich spreche?« »Und was ist mit den Drachen?« fragte Lefouet etwas enttäuscht und drehte sich wieder so, dass Aaron sein Gesicht sehen konnte. »Wollen sie nicht die Gunst der Stunde nutzen, wenn sie schon einmal hier sind? Die Möglichkeit, eure Herzenswünsche zu erfüllen, ist verstrichen und vergangen, wenn ihr mein Reich wieder verlassen habt. Wie sind eure Namen?« »Ich werde Talisha genannt, und ich möchte nichts haben oder wissen.« »Dann scher dich zum Teufel«,
kommentierte Natas Lefuert ihre Worte und kicherte über seinen eigenen Witz. »Mein Name ist Mick. Ich bin es gewohnt, mir meine Wünsche selbst zu erfüllen. Und das soll auch so bleiben.« An dieser Stelle brach Lefuert wieder in Gelächter aus, bis er sich japsend dem dritten Drachen zuwandte. »Nelgina!« »Was für ein herrlicher Name!« schmeichelte Lefuert. »Für dich kann ich auch nichts tun. In 0,0 Sekunden könnte ich dir zum Beispiel ein anderes Schuppenkleid zaubern. Türkis ist doch aus der Mode bei Drachen. Wie wäre es mit Rostrot, Bernsteingelb oder wenigstens Smaragdgrün? Ein mattes Schwarz, damit lägen dir die Herzen aller Männer zu Füßen.« Zu Aarons Erstaunen schwieg Nelgina, anstatt die Vorschläge wie alle anderen postwendend abzulehnen. »Jetzt hab ich's«, sagte Lefuert eifrig. »Du möchtest ein bisschen größer sein, stimmt's?« Aaron sackte das Herz in die Hose, als Nelginas Schweigen andauerte. Nie hätte er geglaubt, dass Nellys Körpergröße für sie irgendeine Rolle spielte. Natürlich war sie etwas kleiner als Talisha und Mick, aber gerade das machte sie doch aus. Nur deswegen würde er nie vergessen, was sie als Neugeborenes durchgemacht hatte. Deshalb war sie doch so besonders. Die Gedanken überschlugen sich in seinem Kopf. Er wollte sich einmischen, für Nelly antworten, dem Teufel eine Absage erteilen. Aber er ahnte, dass es ein Fehler wäre, Nelgina die Entscheidungsfreiheit und das Wort streitig zu machen. Beunruhigt beschloss er, nichts zu sagen, strich aber dem Drachen ein paar Mal über den Schuppenpanzer. Er hoffte, sie würde verstehen, was er ihr mitteilen wollte. »Ich möchte den Vertrag«, sagte Nelgina, »weil ich in Freiheit leben will und keine Angst haben will.« Aaron atmete auf und schickte all seine Liebe auf telepathischem Weg zu Nelly. Sie war stark gewesen. Sie hatte es allein geschafft. Obwohl Lefuert sie in eine schwierige Lage drängte, hatte sie ihm getrotzt. Nun schnellte Lefuerts Blick nach oben und Aaron fühlte sich einer eingehenden Musterung unterzogen. »Ich widerstehe«, sagte er sich, »egal, was du mir anbietest. Ich bin so stark wie die anderen.« »Und du heißt Aaron«, sagte der Dreizüngige. »Ich sehe Entschlossenheit in deinem Blick, Abweisung und Stärke. Aber hinter Stärke verbirgt sich oft Schwäche. Und hinter Entschlossenheit nagt oft der Zweifel. Ich könnte dir Wege zeigen, Aaron, wie du deine Unsicherheit hinter dir lassen kannst. Dir mangelt es an Selbstvertrauen, nicht wahr? Äußere deine Wünsche. Ich kann dir alles geben, was du willst. Nur gib mir deine unschuldige, reine Seele. Dann kommen wir ins Geschäft.« »Nein«, sagte Aaron, »meine Seele ist unverkäuflich.« »Nun gut, ihr möchtet also diesen Vertrag«, meinte der Dreizüngige zusammenfassend und vollführte einen Schlenker mit der rechten Hand. Daraufhin hielt er ein gelbliches Pergament zwischen den Fingern, von dem er monoton ablas. »Es geht! Lasst mal sehen, um Alleinherrschaft, uneingeschränkte Macht, um Unsterblichkeit, den Besitz von materiellen Gütern und ein bisschen Wissen, dass mein ehrwürdiger Vertragspartner Panz, heute bekannt als König Gizzo, damals von mir forderte. Im Gegenzug bot er mir seine Seele an, was keinen gravierenden Unterschied für ihn machte, da er bereits vorher den Beinamen der Seelenlose trug.
Und diesen Vertrag wollt ihr also haben? Kein Problem, ich gebe ihn euch. Lefouet schlenkerte mit dem Pergamentbogen, als wäre er ihm gleichgültig, machte aber keine Anstalten, ihnen den Vertrag tatsächlich auszuhändigen. Den Vertrag und die Seele, warf Cassian ein. Ohne die Seele ist der Vertrag für uns wertlos. Ein leises »Ah« drang aus den Tiefen von Lefouets Kehle und formte sich zu einem gequietschten »Ach so, die Seele ist natürlich einiges wert.« Seine Körpersprache verriet ekstatisches Vergnügen. »Mein üblicher Satz beträgt Seele gegen Seele. Ich kann meinen alten Kunden gerne in eurem Interesse hintergehen und sein damals in mich gesetztes Vertrauen mit Füßen treten, wie ich es schon unzählige Male getan habe.« Der Teufel lachte wegwerfend. »Ich würde es tun. Tausche schlicht und ergreifend Seele gegen Seele. Es darf mit Vorliebe auch Drache sein.« Ein sechsfaches Kopfschütteln war die Antwort. »Keine Seelen«, stellte Cassian klar. »Und wir wiederholen diesen Teil unserer Konditionen nicht. Keiner von uns will auf seine Seele verzichten.« »Nicht einer? Haben eure Drachen überhaupt eine eigene Meinung? Sind sie frei und gleichgestellt? Oder gefügig, wie es bei Haustieren üblich ist?« Mildes Interesse sprach aus Lefouets Tonfall. »Sie sind keine Haustiere«, antwortete Kim. »Wir sind Freunde und einander ebenbürtig. Niemand von uns will einen Seelenvertrag mit dir abschließen.« »Wir wissen nicht, wofür du dich neben Seelen noch interessierst«, setzte Cassian hinzu. »Deshalb wollen wir nicht so unverfroren sein, dir einen Vorschlag zu machen, den du vielleicht belächelst oder beleidigend findest. Sag du uns, was du haben willst.« »Es gibt wenig, das den Wert einer Seele aufzuwiegen vermag«, säuselte Lefouet gedankenverloren. »Normalerweise handle ich auch gerne mit Wissen, aber Neuigkeiten, die ihr mir vielleicht geben könntet, sind niemals mit dem Gewicht einer Seele ins Verhältnis zu setzen.« »Aber es muss noch andere Dinge geben, die du begehrst«, bohrte Cassian weiter, als eine unangenehme Stille entstand. »Bei Zeiten empfinde ich unstillbaren Appetit auf frisches, menschliches Fleisch«, gab Lefouet zu und klang dabei, als würde sich viel Spucke in seinem Mund ansammeln. »Es ist ein solch niederes, gieriges Verlangen auf diese blutige, fleischige, knochige Delikatesse, dass ich manchmal Unsummen dafür hinlegen würde. Ein triebhaftes Leiden, auf das ich kaum stolz bin.« Niemand wagte es, auf dieses Geständnis zu reagieren. Lefouet atmete langgezogen aus und gähnte dann mit einem johlenden Laut. »Allerdings, zu eurem Pech, ist mein Magen momentan ein wenig angeschlagen. Sonst hätte ich mich vielleicht zu zwei oder drei Unterarmen und ein paar Ohren hinreißen lassen und euch die Seele dafür gegeben.« Er räusperte sich und spuckte aus. »So müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Ach, das ist schwierig.« Lefouet blickte wie in angestrengte Überlegungen vertieft auf seine Handflächen. »Ich nehme die Herzen«, sagte er dann, zuckte mit einer Schulter und spuckte noch einmal aus. Er richtete den Blick wieder geradeaus und wiederholte seinen Satz. »Ich nehme die Herzen, die Zweitherzen der Drachen, alle drei.
Er sah sich mit glupschenden Augen in der Runde um. »Kein Problem, oder?« fragte er provokant gönnerhaft. Aarons Eingeweide zogen sich in Zorn zusammen. Lefuets Arroganz stieß ihn ab. »Ohne die Herzen sterben wir nach ein paar Tagen«, erklärte Talisha mit bebender Stimme. »Genauso gut könntest du demnach unseren Tod fordern. Was haben wir von einem Handel, der uns das Leben kostet?« »Was sagt ihr dazu?« fragte Lefuet, jetzt nur an Aaron, Kim und Kassian gewandt. Er tat, als wären die Drachen nicht wirklich anwesend, sprach über ihre Köpfe hinweg, als hoffe er auf eine unmenschliche Entscheidung der Drachenkrieger. »Wir geben keine Antwort auf diese Forderung«, knurrte Kassian. »Mach uns einen anderen Vorschlag.« »Euer Interesse an einem Handel mit mir ist enorm«, meinte Lefuet däumchendrehend. Aaron bemerkte, dass der Daumennagel seiner rechten Hand dabei die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger seiner linken Hand aufkratzte. Zähes Blut tropfte in die rosafarbene Tiefe. »Ich dagegen habe nicht das geringste Interesse. Meine einzige Motivation, mich auf einen Plausch mit euch einzulassen, ist, dass ich ein bisschen Abwechslung mag.« Er schwieg und fuhr fort, sich die empfindliche Stelle an der Hand aufzukratzen. »Aber dann lass uns wenigstens handeln«, sagte Nelhina mit dünner Stimme. »Drei Herzen sind zu viel verlangt. Ein einziges Herz gegen eine Seele wäre fairer.« Lefuet legte nun acht Finger ineinander und kratzte sich die Häute zwischen allen Fingern blutig. »Nein«, sagte Aaron, »wir tauschen keine Herzen.« Am liebsten hätte er laut aufgestöhnt. Warum hatte Nelhina das gesagt? Lefuets Vorschlag musste abgeschmettert werden. War sie lebensmüde? Warum machte sie dem Teufel Mut? »Ich dachte, ihr seid gleichberechtigt«, rief der Dreizüngige und riss in gespielter Überraschung den Schlund auf. Aaron sah keine Zähne, keine Zunge, nur dunkelrotes, zerfleddertes Zahnfleisch in unordentlichen, blutigen Lappen. Flaue Übelkeit übermannte ihn und er senkte die Augenlider. »Wir sind als Gemeinschaft hier«, rief Kim, die offenbar sehr schnell nachgedacht hatte. »Wir entscheiden nur als Gemeinschaft. Niemand von uns trifft eigenständige Entscheidungen.« »Wir könnten es schaffen«, wagte Nelhina einzuwenden. »Ich bin zuversichtlich. Überlegt doch, was Mick gemacht hat, als ich halb tot war. Wir könnten einige Zeit überwinden, wenn wir zu dritt zwei Herzen besitzen und uns dann etwas einfallen lassen.« »Aber Talishas Herz zum Beispiel hat bei dir gar nicht funktioniert«, konterte Aaron mit dem erstbesten Argument, das ihm einfiel. »Es genügt, wenn Mick und ich uns eine Weile ein Herz teilen«, behauptete Nelhina. »Wir wissen, dass es funktioniert.« »Hör auf, Nelly, wir finden einen anderen Weg«, sagte Mick. »Wenn ich nicht einverstanden bin und auch sonst niemand, hat es keinen Sinn, dass du dich überhaupt mit der Idee beschäftigst.« »Ich würde mich darauf einlassen«, mischte Lefuet sich prompt ein. »Die Seele gegen ein Drachenherz. Ihr habt mich runtergehandelt. Aber offenbar wollt ihr den klugen Vorschlag eurer Nelhina aussparen? Dann mache ich euch noch ein paar Angebote. 7 menschliche Organe, mindestens 1 davon Hirn, gegen die Seele. Nein? Lasst mal überlegen. Dann etwas anderes. Eure Dienste für das nächste halbe Jahrhundert bei mir in der Unterwelt? Zuerst du 7 Jahre, dann du, dann du, dann du, dann du, dann du.
So hätte ich 42 Jahre was davon. Ein fairer Handel, würde ich meinen. Denk darüber nach. Auch nicht? Was hätte ich denn noch für Wünsche? Was ist angemessen? Es geht immerhin um eine Seele, eine ganze, kostbare, menschliche Seele. Ich hab's. Das Zweitherz eines Drachen. Er grinste und legte die Fingerspitzen einer Hand an den Hals. Aaron befürchtete, der Dreizüngige würde sich nun die Halsschlagader ruinieren. Tatsächlich riss er mit den Krallen seiner Finger ein Stück Fleisch aus seiner Kehle und blutete gelassen vor sich hin. Ach, das hatten wir ja schon gehabt, krähte er. Offenbar sonnte er sich an den erschrockenen Mienen der Drachenkrieger. Das schlagt ihr ja gemeinschaftlich aus. Puh, ich bin ehrlich gesagt mit meinem Lateufel am Ende. Mir ist schlecht, stöhnte Nelgina flüsternd. Aaron merkte, wie Talisha und Kassian ihn ansahen. Mick tauschte nun einen Blick mit Nelgina. Nur Kim runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Willst du das wirklich wagen? Fragte Aaron leise. Ich glaube, wir haben keine Alternative, erwiderte Nelgina. Na gut. Aber ich verspreche dir eins, Aaron senkte die Stimme. Wir bekommen das Herz wieder. Ich hole es dir zurück, egal wie. Lefuet ließ nicht erkennen, dass er Aarons Flüstern gehört hatte, doch ein Leuchten trat in seine riesigen, runden Augen. Wir machen es, sagte Nelgina laut.